Soll ich dazu jetzt was sagen? Ich glaube, da ist jeder Kebab an der Straße besser, oder? Also Original-Kebab. Es ist halt... Boah, ich bin gerade wirklich richtig... Bevor wir in dieses Video starten, möchte ich mich bedanken für den überkrassen Support mal wieder. Das letzte Video hat 2000 Klicks und über 200 Likes am ersten Tag gemacht. Ich küsse euer Herz dafür. Bis Ende des Jahres möchte ich die 5000 Abonnenten knacken. Das heißt, jeder, der noch nicht abonniert hat, jetzt dürft ihr gerne abonnieren. Viel Spaß in diesem Video. Was machen wir heute oder was haben wir vor? Wenn ihr euch erinnern könnt, ich glaube, es war vor 2 Videos, oder? Haben wir versucht, Döner zu finden. Ich habe schon in den Kommentaren gesehen, dass ihr immer Döner-Könner geschrieben habt. Und wir haben jetzt einen in unserer Nähe gefunden, da es eine Kette ist. Und jetzt probieren wir mal. Was wir direkt gesehen haben oder ich gesehen habe, da steht direkt The Real German Döner Kebab. Und schmeckt lecker. Auf Deutsch. Schmeckt lecker, steht auch alles auf Deutsch. Wir schauen jetzt einfach, was da drin uns erwartet. So komisch. Hä? Alter, schau mal, die Spieße. Ich glaube, es ist einmal Rindfleisch, es ist einmal Chicken. Ich hoffe, wir finden einen richtigen deutschen Döner. Hello, do you speak English? English? Yes. I want... The normal Döner Kebab. What is this big Döner? I'm not a student. I'm filming for YouTube. English. Er sagt, es ist verboten. Ich bin jetzt ehrlich, ich bin gerade sehr, sehr angefressen. Warum? Man geht rein, man ist freundlich, die sagen, man darf nicht filmen, Policy, keine Ahnung. Ich sag's hier ehrlich, egal auf der ganzen Welt, in egal was für einen Laden ich reingehe, wenn man mir verbietet, in seinem Laden zu filmen, seid ihr für mich die größten Loser. Jetzt haben wir das Thema beendet, weil ich möchte nicht das Essen jetzt schlechter bewerten oder irgendwas. Drin, was gab's zur Auswahl? Salat, Tomaten, Sauergurken. Es läuft nicht ab wie in Deutschland, dass man gefragt wird, so Salat, dies, Zwiebeln, bla. Ah, Zwiebeln gab's auch noch. Sondern die machen halt einfach und man gibt direkt bei der Bestellung an. Das Problem ist, warum es öfters so unfreundlich dann laufen kann, ist, weil die eine Kette sind. Die interessiert das nicht, ob du filmen willst oder dies machst oder das machst. So, Freunde. Eigentlich bräuchten wir einen besseren Sitzplatz, egal. So, Freunde, was haben wir hier? Ein mit Soße überladenen Döner in einem Burger-Bun. Ja. Ja. Okay. Soll ich dazu jetzt was sagen? Ich glaube, da ist jeder Kebab an der Straße besser, oder? Also Original-Kebab. Es ist halt... Boah, ich bin gerade wirklich richtig wütend. Weißt du, was das Problem ist? Es ist die zweite Dönersuche, ja? Und bei jeder Dönersuche werde ich sauer. Warum? Also, was sieht man hier drin? Fleisch, Soße und ich schwöre, das war's, oder was? Haben die keinen? Bruder, die sind ja... Ich glaube, die haben echt extra schlecht gemacht, weil ich so sauer war. Kann es sein? Oder weil du gesagt hast, Original Döner und die wussten, was Original Döner ist. Weiß nicht. Es steht doch draußen, The Real German Kebab. Ich weiß es einfach rein, aber ja. Ah. Fleisch, Soße und Brot ist halt einfach immer geil. Mmh. Mmh. Salat, Zwiebeln, Fleisch. Jetzt nehmen wir den ersten Biss mit wirklich allem, was in einem Döner drin sein sollte. Fast allem. Entscheid mal du, soll ich das jetzt als Döner bewerten oder einfach als so, wie es ist, als Sandwich? Nee, so als Sandwich, weil es ja auch nicht wirklich... Dönerbrot an sich. Sehr schade. Das Fleisch hat ein bisschen wenig Geschmack. Also sobald Salat und Zwiebeln dabei sind, merkst du nichts mehr davon. Willst du probieren? Ja. Ja, Leute. Danke fürs Video. Liken und kommentieren. Spaß. Schau mal. Die warten schon in der Reihe. Ich habe ihr auszusehen, ist Fleisch auf den Kopf geworden, aber sie hat es gekriegt. So, den nehmen wir mit nach Hause.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zu Dunkin' Donuts nebenan. Oder? Ja. Das Video hat doch noch ein gutes Ende vielleicht. Was war das mit diesem Döner bitte gerade? Leider konnte ich jetzt damit nicht rechnen, dass dieses Döner-Köner-Experiment wieder mal scheitert. Es ist wirklich zum Scheitern verurteilt, was Döner angeht bei mir. Deswegen werden wir uns jetzt kurz hier ein paar Donuts reinziehen. Wir haben hier einmal Oreo Donut mit Schokolade, Cinnamon Roll, Biscuit Donut mit Schokolade und was ist das? Powder Strawberry Jelly, gell? Also Marmelade. Samia hat ihre neuen Schuhe an. Ein paar Sekunden später. Hier, wenn man sieht, es ist mitten an einer Autobahnraststätte. Autobahn, aber ja, es sieht schon aus nach Autobahn, wenn ja, man ehrlich irgendwie. Ist. Ja, schon. Ja. Wäre eigentlich eine gute Idee für Deutschland, überhaupt Döner an Autobahnraststätten zu machen. Aber guten Döner. Mein Fazit zu diesem Döner, ich muss ehrlich sagen, also, wenn ich das als Döner bewerte, ja, und das muss ich jetzt machen, weil es ein Döner-Video ist, das ist der schlechteste Döner, den ich je gegessen habe. So, und ich weiß nicht, warum ihr alle in die Kommentare geschrieben habt und mir auf Instagram probiert Döner-Köner. Kriegt von mir 2 von 10 Punkten. Also. Und ja, jetzt fahren wir erstmal nach Hause, Leute. Wir sind gerade mitten in den Renovierungsarbeiten. Wir haben alle beiden Zimmer schon leergeräumt. Wir waren jetzt gerade Waschmaschine und Ofen kaufen. Diese Waschmaschine haben wir einmal gekauft. Und diesen Ofen mit Gold-Details. Ist ein Gasofen. Feier ich ziemlich. Ist nice, bisschen oldschool gehalten. Yes, Leute. Jetzt würde ich mal sagen, sehen wir uns zu Hause. Was macht die da? Keine Ahnung. Immer auf Leben. الراجل ممكن يجي بكره او بعد بكره اوكي مش مين راجل الراجل النقاش بس لازم نجيب له بقى احنا الحاجات اللي هو كتبها لك في الورقه اوكي انا اكلم مع فادي بكره بعد ما نخلص الدولاب ننزل نشتري الحاجه